Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch zeigen, mit welchem Programm man kostenlos Webseiten in Google Chrome, in dem beliebtesten Browser, der am meisten genutzt wird, sperren kann. Das können Social Media Seiten sein, das können jugendgefährdende Seiten sein. Ihr könnt wirklich jede x-beliebige Seite sperren, damit Kinder und Jugendliche dort nicht rankommen, ja, Inhalte nicht sehen können, die sie vielleicht nicht sehen sollten. Auch, ja, ich spreche es einfach aus, pornografische Seiten könnt ihr hier sperren. Ich werde euch einmal zeigen, wie es funktioniert. Ihr braucht dazu die Erweiterung im Google Chrome, nämlich Blogsite. Ich habe das schon mal geladen, deshalb steht hier aus Chrome entfernen. Ich könnte das jetzt auch löschen. Ich verlinke euch das unten in meiner Videobeschreibung, dort könnt ihr es auch installieren. Hat mittlerweile über 1 Million Nutzer, die das tatsächlich regelmäßig anwenden und auch ja sehr viele gute positive Bewertungen bekommen. Ich verwende es selber auch, um einige Seiten zu blockieren, manchmal, um mich halt auch selbst nicht abzulenken. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Es muss nicht mehr sein, dass man bestimmte Seiten halt einfach aus Jugendschutzgründen etc. nicht aufsuchen sollte. Ich zeige euch jetzt einmal, wie das Programm funktioniert. Hier oben haben wir die Erweiterung. Ihr könnt es entweder anpinnen oder ihr nutzt es halt, indem es immer manuell aufruft. Ich pinne es mir hier einmal an, dann habt ihr es hier drin. Ihr könnt nachher halt auch den Pin wieder wegmachen, dann ist es hier oben auch nicht so offensichtlich zu sehen. Ich pinne es, wie gesagt, jetzt einfach mal an und wir werden jetzt einfach mal als Beispiel die Seite Instagram sperren. Dazu rufe ich jetzt einfach mal auf. Wir gehen hier mal drauf, direkt auf die Startseite. Ist eine Social-Media-Seite vielleicht ganz interessant, gerade im Bereich Kinder und Jugendliche. Ja, wie sperre ich jetzt die Seite mit meinem Sideblocker? Das funktioniert ganz einfach. Ihr geht jetzt hier oben in das Symbol rein und klickt einfach auf Webseite blockieren. Dann ist diese Webseite blockiert und kann nicht mehr aufgerufen werden. Wir probieren das gleich nochmal auf. Gebe das hier oben nochmal ein. Jetzt die Seite und jetzt könnt ihr sehen, dass hier die Webseite vom Blogsite blockiert wird. Ja, so einfach könnt ihr Webseiten blockieren. Wenn ihr das wieder entblocken wollt, geht ihr einfach wieder in eure Blockliste rein und könnt das dann hier auch wieder rauslöschen. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, wieder am Ende Instagram aufzurufen. So einfach funktioniert das. Die ganzen Funktionen, die ich euch gezeigt habe, sind kostenlos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!